24. Die Prämien- und Staatsprämienstute Victoria an der Hand von Jessica mit einem Fohlen von Oliver Twist bei Fuß. Geboren am 15. Mai. Ganz jung, halben Monat alt. Und natürlich gezogen und im Besitz des Trakehnergestühls Hämischen Burg. Herrn Victoria sich auch schon zu einer Stammstute hier in Hämischen Burg etabliert, 2005 geboren, also jetzt 8 Jahre alt. Abstammend von Exklusiv, diesem Stutenvererber hier aus Hämischen Burg. Und Mutter natürlich die Elite-Stute Vicenza von Showmaster. Victoria selber auch hoch eingetragen mit sehr guten Eintragungsnoten. Deutend aufgemacht. Viel Mechanik, Takt und Schwung in die Bewegung und natürlich auch geritten. Und dort auch immer ausbalanciert und bewegungsstark. Leistungsprüfung abgelegt mit einer Wertnote von 7,68 und sie erhielt für die Rittigkeit damals vom Fremdreiter die Wertnote 9,0, was natürlich diese Reiteigenschaften auch nochmal deutlich unter Beweis stellt. Staatsprämienstute, Prämienstute des Trakehner Verbandes, Landesschau erprobt und auch eine sichere Bank, was hier die Nachzucht im Gestüt angeht. 5-mal gedeckt, 4 lebende Fohlen. Mütterlicherseits über Exklusiv natürlich einen absoluten Gangvererber zum Vater, der ja seine Nachkommen auch immer mit spektakulären Trabbewegungen auszeichnet und sich eben auch einen Namen gemacht hat als Mutter, Vater und absoluter Stutenvererber. Und gerade Stuten, die auf der Mutterseite den Hengst Exklusiv zum Vater haben, konnten schon einige hoch erfolgreiche und sportliche und moderne Nachkommen in der Trakehner Zucht auch liefern. Nicht zuletzt als Beispiel zu nennen der Nachkomme Hellinger, der ja von Oliver Twist abstammt und eben auch aus einer Exklusivmutter kommt und der auch mit hervorragenden Reiteigenschaften ausgestattet ist. Ja, meine Damen und Herren, wie ein unheimlich keckes, sympathisches Stutfohlen, was dir einen tollen Auftritt hatte. Von Kopf bis Fuß alles gelungen, möchte ich hier mal sagen. Wiederum schauen Sie hier mal auf das Fundament. Im Schritt fängt es jetzt langsam an, hier zu schreiten. Einen guten Auftritt im Trabe, gut gefallen hat uns hier die Galoppade, sehr schön von hinten getragen und gut durchgesprungen heute vielleicht etwas. Hätte sie etwas großzügiger in der Galoppade der Schulter sein können, aber das ist gut. Insgesamt ein durchweg gutes Fohlen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank an Frank für die Kommentierung und auch Dank an die Katalognummer 24. Und auch ich vergesse das, ein Entringfohlen. Glückwunsch.